kann Meeresangeln sein. So, unser erster Fisch hier. Das erste Mal runterlassen, sofort ein Biss. Schöner Lump. Toller Fisch, Markus. Petri Hai. Ja, ist doch mal ein Anfang. So, diesmal hat sich ein schöner Schellfisch-Zirker geschnappt. Da ist er. Ich möchte jetzt mal einen Seelachs fangen. Ich habe dafür einen 90 Gramm Pilker montiert. Es ist hier 54 Meter tief. Die Seelachse stehen so auf 20 Meter. Und meistens nehmen sie schon beim Absinken des Pilkers den Köder. Wollen wir mal probieren, ob das klappt. Da ist schon einer dran. Hat ja sofort geklappt. Wir haben es jetzt mal in 150 Metern Tiefe probiert und haben den Pilker absinken lassen und dann hochgekurbelt. Und da ist auch prompt bei Markus ein etwas besserer Seelachs eingestiegen. Ja, so gute 6 Stunden wird er wohl haben. Petri Hai. Das ist schön. Das ist schon eine schöne Größe. So, wir haben jetzt hier einen Doppeldrill. Nach wie vor seit 3 Stunden. Runterlassen, kurz ankurbeln, Fisch. Hier kommt meine ins Bild. Wir sind jetzt mal in den Fjord, in den geschützteren Bereich gefahren. Und prompt hat bei Markus beim Hochkurbeln ziemlich gut der Fisch zugepackt. Da ist der Übeltäter, ein schöner Seelachs. Oh ja, ein richtig schöner Seelachs. Der ist richtig gut, Markus. Wow. Super. Ja. Fantastischer Seelachs. Petri Hai. Petri, Dank. Der hat sich richtig ins Zeug gelegt an dem leichten Gerät. Wir haben den Seelachs jetzt gerade gewogen, wiegt 9,2 Kilo. Toller Fisch. Petri, hi, Christian. Petri, Dank. Nochmal ein fantastischer Drill zum Abschluss dieses fantastischen Angeltages.
So schön kann Meeresangeln sein. Ein schöner Lump. Wir haben jetzt mal an einem 40 Meter Plateau gestoppt. Da haben wir sofort einen Biss bekommen. Gucken, was es ist. Schöner Dorsch. Das ist schon eine schöne Größe. Mittelwasser hat er gemüßt.